Hey Leute, das MacBook Air ist der bestverkaufte Laptop von Apple, doch existierte bisher nur in einer Größe, 13 Zoll. Jetzt gibt es eine neue, größere Variante mit 15 Zoll. Was Apple alles durch den neu gewonnenen Platz verbessert hat, wie sich das Ganze in meinem Alltag geschlagen hat und ob ich es letztendlich empfehlen kann, erfahrt ihr jetzt hier in diesem Review. 2 Zoll mehr, das klingt nach keinem großen Unterschied, aber man merkt es sofort. Das MacBook Air 15 Zoll hat rund ein Viertel mehr Volumen und wiegt 270 Gramm mehr. Aber im Vergleich zum 16 Zoll MacBook Pro wiegt es einfach mal 640 Gramm weniger und sogar 90 Gramm weniger als ein 14 Zoll MacBook Pro. Und weil es größer ist, wirkt es sogar noch dünner als das 13 Zoll Modell. Es ist wirklich ein auffallend schlanker Computer. Und erhältlich ist dieser Computer in 4 Farben. Silber, dunklerem Silber, wärmerem Silber und diesem dunkelblau-schwarz. Ich finde die Farbe sehr elegant, sie lässt den Computer irgendwie professionell erscheinen, jedoch wird euer Rucksack etwa 4,4 Gramm mehr wiegen, wenn ihr euch für diese Farbe entscheidet. Wieso das denn? Wiegt die Farbe etwa mehr? Nein, diese 4,4 Gramm sind das Gewicht eines Putztuchs und das werdet ihr definitiv immer dabei haben müssen, denn diese Farbe ist extrem hartnäckig, was Fingerabdrücke angeht. Man muss sie andauernd putzen, damit sie schön aussieht. Besonders gut veranschaulicht wird die größere Größe durch die leere Fläche links und rechts von der Tastatur. Beim 13 Zoll Modell ist da nämlich kaum Fläche. Und wenn ich schon die Tastatur erwähne, ich finde sie richtig gut. Angenehmer Tastenanschlag, gleichmäßige Hintergrundbeleuchtung und Touch-ID oben rechts, um den Nutzer in Millisekunden zu erkennen. Das Trackpad ist low-key das Beste, was es gibt. Es fühlt sich toll an, ist akkurat und halt echt, echt groß. Nochmal ein gutes Stück größer als beim 13 Zoll Modell und um ein Vielfaches größer als bei den meisten Windows-Rechnern. Schade ist, dass man das größere Gehäuse nicht dazu genutzt hat, ein paar mehr Anschlüsse zu verbauen. Ein dritter Thunderbolt 4-Port wäre nett gewesen oder sogar ein SD-Karten-Slot. Was mir aber gefällt, ist der magnetische Ladeanschluss und dass das Ladekabel farblich zum MacBook passt. Vom größeren Platz profitieren die Lautsprecher. Es sind 6 anstelle von 4 und das führt zu vollerem Bass. Nicht nur für ein so dünnes und leichtes Gerät ist der Klang überraschend voll und klar, sondern so ganz allgemein gesprochen äußerst beeindruckend. Jetzt habe ich ärgerlicherweise kein MacBook Air 13 Zoll mehr hier, um euch den Vergleich zu zeigen, aber ein 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro haben wir im Studio und da sieht man mal, dass das 15 Zoll Modell und 16 Zoll Modell nahezu gleich groß sind, weil das MacBook Air die etwas dickeren Displayränder hat. Und ich denke, jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, um über das Display zu sprechen. Es ist sehr schön anzusehen. Die Farben sind akkurat, die Blickwinkel äußerst stabil und die 3K-Auflösung mit etwa 5,4 Millionen Pixeln ist sehr hoch. Texte sind gestochen scharf, Bilder detailliert und Videos auch. Die Bildwiederholrate sind normale 60 Hertz, das ist in dem Preisbereich jedoch nichts Unübliches. Auch zu erwarten ist normales LED und kein OLED oder Micro-LED. Trotzdem schade, weil somit der Kontrast und Schwarzwert nichts Besonderes sind. Die größere Displayfläche ist super angenehm für die Augen und sie steigert zweifellos die Produktivität. Man hat mehr Platz für Multitasking, mehr Platz für Bilderbearbeitung, mehr Platz für die Timeline im Videoschnitt. Spiele sehen auch eindrucksvoller aus. Ich glaube, allein deswegen wird sich langfristig das 15 Zoll Modell besser als das 13 Zoll Modell verkaufen. Die Alltagshelligkeit von 500 Nits ist genauso hoch wie die der MacBook Pros. In HDR-Inhalten jedoch ist es eine andere Geschichte, denn da wird das MacBook Pro signifikant heller. 1000 Nits Vollbild bzw. 1600 Nits Spitze. Die Frage ist, wie wichtig euch das tatsächlich ist. Für mich ist das zu vernachlässigen. Es gibt jedoch durch Drittanbieter-Apps die Möglichkeit, 1000 Nits auch im Alltag zu erreichen und das macht in direktem Sonnenschein dann schon einen sichtbaren Unterschied. Heißt aber nicht, dass ich das MacBook Air nicht auch in der Sonne nutzen konnte. Ich habe das getan und es war vollkommen okay. Seitdem Apple Intel den Rücken gekehrt hat und eigene Prozessoren baut, ist das MacBook Air ein sehr leistungsstarker Computer und das ganz ohne Lüfter. Also immer komplett lautlos. Alle Alltagsaufgaben sind blitzschnell. Programme öffnen dank der SSD augenblicklich. Der M2-Prozessor im 15 Zoll MacBook Air ist die Version mit 8 CPU und 10 GPU-Kernen. Das ist die etwas bessere Version, die beim 13 Zoll MacBook Air 120 Euro Aufpreis kostet. Ob diese 120 Euro wirklich gerechtfertigt sind, steht auf einem anderen Blatt, denn etliche Tests haben gezeigt, dass der Leistungsunterschied sehr gering ausfällt, aber trotzdem schön, etwas mehr Leistung zu haben und das größere Gehäuse kühlt das Ganze auch besser. Elias hat ein paar Monate das MacBook Air 13 Zoll mit M2 genutzt, um mir beim Schneiden zu helfen und er stieß zwar manchmal ans Limit dank großer 5,9K ProRes RAW Dateien, aber insgesamt hat das schon erstaunlich gut geklappt. Man kann mit dem MacBook Air
definitiv Bilder bearbeiten, Videos schneiden oder Spiele spielen. Es ist vermutlich mehr Leistung, als die meisten Menschen jemals benötigen werden. Der Arbeitsspeicher ist 8 GB groß, das ist okay, aber der Aufpreis auf 16 GB mit 230 Euro ist einfach zu hoch. Bei der SSD dasselbe Spiel, 230 Aufpreis für die 512 GB Option. Ich wünsche mir mehr Speicherplatz in der Standardversion. macOS ist eine super Software. Sie ist für mich viel hübscher anzusehen und einfacher zu verstehen als Windows. Es sind Office-Programme sowie ein Basic-Video- und Audioprogramm vorinstalliert. Wer ein iPhone hat, wird sich über iMessage, FaceTime und AirDrop freuen. Wer Android nutzt, ist auch gut aufgestellt. Man kann die Google Drive, Gmail und den Kalender nativ in macOS nutzen. Es gibt regelmäßige große Updates und ab Herbst werden beispielsweise Widgets auf dem Homescreen unterstützt, Videokonferenzen werden hübscher und Web-Apps ebenfalls. Obwohl das 15 Zoll MacBook Air ja ein Stück größer ist, spricht Apple von derselben Akkulaufzeit. Ergo einer sehr, sehr guten. An einem Tag ist dieses Ding hier nicht leer zu bekommen. Man kann die ganze neue Staffel von Ted Lasso schauen, ein Essay über sie schreiben bzw. von ChatGPT schreiben lassen und hat immer noch genug Akku übrig, um meinen Kanal zu abonnieren. Ist das nicht fantastisch? Diese super Laufzeit ist den Apple-eigenen Prozessoren zu verdanken, denn die sind super effizient. Und aufgeladen wird dann je nachdem, ob man sich für das 35 Watt Dual- oder 70 Watt Schnellladegerät entscheidet, in maximal 35 Minuten auf 50%. Beim 13 Zoll MacBook Air würden beide diese Netzteile 20 Euro Aufpreis kosten und hier sind sie kostenlos mit dabei. Und das bringt mich zum Fazit und der Einschätzung des Preises. Das MacBook Air mit 13 Zoll kostet jetzt 150 Euro weniger. Ja, Apple hat den Preis gesenkt, ich kann es auch kaum glauben. Bedeutet, das 15 Zoll Modell kostet 300 Euro mehr, also 1600 Euro. Wenn wir aber da das Prozessor-Upgrade und das Netzteil mit einrechnen, liegen eigentlich nur 170 Euro zwischen den beiden Geräten und das ist ein ziemlich fairer Preis für das größere Display und die besseren Lautsprecher. Und ich glaube deswegen, dass das 15 Zoll Modell für die meisten Menschen eigentlich ein sehr fairer, richtiger Deal ist. Ich persönlich würde wahrscheinlich nochmal 340 Euro mehr ausgeben und mir ein 14 Zoll MacBook Pro holen, aber ich verdiene halt auch mein Geld mit Medien und wenn ich das nicht tun würde, dann wäre das MacBook Air für mich mehr als genug stark, die Akkulaufzeit ist super und der Computer ist schön leicht und dünn und deswegen glaube ich auch, dass das 15 Zoll Modell langfristig das neue, bestverkaufte MacBook sein wird. Das war's von diesem Video, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.